Wer PC und XT sagt, der muss auch irgendwann mal AT sagen. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. In dieser Folge geht es um das IBM-Modell 5170, den AT, die Advanced Technology, den 286er, den 16-Bitter oder, wie ich immer zu sagen pflege, den ersten PC, mit dem man was anfangen kann. Wie ich zu diesem zugegebenermaßen mal wieder nicht sonderlich sachlichen Statement gekommen bin, erfahrt ihr jetzt in den 89. Yesterchips. Nachdem der erste IBM-PC, das 1981er Modell 5150 und sein Nachfolger, genannt XT, 1983 IBM Modell 5160, damit begonnen hatten, den Markt für die sogenannten Mikrocomputer so richtig aufzumischen, ging IBM gleich in 1984 erneut in die Offensive und brachte das Modell 5170. Sein Beiname lautet AT, was für Advanced Technology, also für fortgeschrittene oder fortschrittliche Technologie, steht. Ein vollmundiges Versprechen, welches nicht unbegründet ist. Die wichtigsten technischen Features. Der Prozessor ist nun kein 8-Bitter mehr, wie zuvor der 8088 bei PC und XT, sondern eine 16-Bit-Maschine, die anfangs mit 6, später mit 8 MHz getaktet wird. Die Rede ist von Intels 286er. Passend dazu gibt es nun auch einen 16-Bit breiten Systembus. Die Slots sind mechanisch und logisch identisch zu ihren 8-Bit-Vorgängern in PC und XT, sodass auch deren Steckkarten im AT eingesetzt werden können. Die Slots wurden einfach durch eine Art Verlängerung auf 16-Bits gebracht. Erst ab jetzt spricht man übrigens vom ISA-Bus. Retrograd wurde nun auch der vorherige 8-bittige PC-Bus als ISA bezeichnet. Erstmals gibt es nun auch ein vom Anwender editierbares BIOS in einem batteriegepufferten CMOS-Chip. Mit einher ging die Einführung einer Echtzeituhr. Das editierbare BIOS wird nun langsam aber auch echt nötig, denn Festplatten gehörten mittlerweile zum guten Ton und deren Geometrie musste schließlich irgendwo gespeichert werden. 20 MB fassten die ersten, 30 MB die später folgenden MFM-Festplatten. Anfänglich galten diese Platten als nicht sonderlich zuverlässig. An Arbeitsspeicher sind von mageren 256 Kilobyte bis zu mächtigen 16 Megabyte Begriffs möglich. Noch im gleichen Jahr, also 1984, erschien auch ein neuer Grafikkartentyp EGA, Enhanced Graphics Adapter, welcher das vorhergehende CGA deutlich überflügelte. Auflösungen von bis zu 640x350 Bildpunkten mit 16 gleichzeitig darstellbaren Farben, das war schon eine Ansage an Bord. Selbst die beiden Diskettenlaufwerke haben ein Upgrade erhalten. Zwar nur noch in halber Bauhöhe, dafür aber mit maximal 1,2 MB Speicherkapazität pro 5¼ Zoll High Density Diskette. Man könnte noch mehr Verbesserungen hier auflisten, aber ich denke, dass dies erstmal die wichtigsten sind. Kommen wir nun zum ästhetischen Aspekt, dem Äußeren. Rein optisch kann der AT seine Verwandtschaft zum PC und XT nicht verleugnen, muss er aber ja auch gar nicht als legitimer Nachfolger. Alles in allem ist das Gehäuse geradliniger und größer geworden. Links vorne sind wieder die vertikalen Lüftungsschlitze. Hier haben wir zwei LEDs, eine für Power und eine für die Festplattenaktivität. Ein Novum in der PC-Familie. Daneben die bereits angesprochenen Diskettenlaufwerke, die nur noch halb so viel Platz in Anspruch nehmen wie ihre Artgenossen in den beiden Vorgängermodellen.
Die HD-Diskettenlaufwerke haben jedoch Kompatibilitätsprobleme zu 360 KB Disketten, sodass man oft die Kombination vorfand, ein HD- und ein DD-Diskettenlaufwerk im AT. Später gab es dann sogar 3,5 Zoll Laufwerke. Auf der rechten Seite hinten sitzt wieder der Powerschalter. Das Hinterteil des AT wird von einer Kunststoffblende abgedeckt und wirkt damit sehr ordentlich und aufgeräumt. Darunter offenbart sich dem PC-Kenner nichts Spektakuläres. Hier ist das Netzteil, welches sich erstmals nun AT-Netzteil nennen darf, mit seinen für die Zeit typischen Anschlüssen. 230 Volt Input und einen Output für die Spannungsversorgung des Monitors. Hier haben wir den DIN-Anschluss für die Tastatur. Dies muss nun auch tatsächlich eine AT-Tastatur sein. PC- und XT-Tastaturen lassen sich zwar rein mechanisch stecken, funktionieren aber nicht, da sie elektrisch verschieden sind. Zu guter Letzt präsentiert uns der AT seine sage und schreibe 8 Erweiterungsslots. Aber wir erinnern uns an die PC-Folge. Onboard, also auf dem Mainboard selbst, hat der PC und der XT so gut wie nix. Beim AT sieht es ganz ähnlich aus. Er braucht also auch so viele Slots. Der AT ist definitiv ein Schwergewicht in meiner Sammlung. Dieses Eisenschwein hier bringt es auf stolze 21 Kilogramm. Tja, und das hier, das ist die 1985er Tastatur für den AT. Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass dieses sogenannte Modell M der Großvater unserer heutigen Tastaturen ist. 12 Funktionstasten, abgesetzter Ziffernblock und ein freistehender Cursor sowie das gesamte restliche Layout inklusive der 3 Status-LEDs oben rechts zementieren den Anspruch, die erste Tastatur dieser Art zu sein. Die LEDs sind auch ein Grund dafür, warum XT- und AT-Tastaturen nicht kompatibel sind. PC- und XT-Tastaturen sind unidirektional, senden also nur Informationen zum PC, während die AT-Tastaturen bidirektional sind, der PC also auch Informationen zur Tastatur schicken kann. Nach wie vor ist es eine sehr gute Tastatur mit klarem Druckpunkt. Etwas laut zwar, aber dafür gilt auch hier, jeder Schuss ein Treffer. Es gab aber auch einen Vorgänger. Die erste Tastatur für den AT sah noch viel mehr aus, wie die des PC oder XT. Wenn wir nun das Gehäuse öffnen, können wir auf dem Mainboard erkennen, dass 2 der 8 Erweiterungsslots nur 8-bittig ausgeführt worden sind. Der Rest hat 16-Bit. Hier sitzt der Prozessor, gut zu erkennen, nicht mehr im DIP-Format wie der 8088er zuvor. Mein Modell hier ist eines der neueren und hat daher einen 8 MHz Prozessor. Dieses Board-Layout hier definiert den lange Zeit gültigen und vielseits nachgebauten AT-Standard. Viele Bauteile sind identisch zum vorhergehenden XT. Wie gesagt, fehlt es dem AT onboard an jedweden Controllern, so dass diese als Steckkarten eingebaut werden müssen. Dies gilt für die Diskettenlaufwerke ebenso wie für die Festplatte, welche hier in ihrem Käfig sitzt. Erwähnenswertes Detail: Zwischen allen Einbauteilen ist dieser Potentialausgleich hier verlegt. Ich hielt das für Esoterik, bis ich dann mal das Kabel weggelassen habe und prompt die Festplatte nicht mehr hochdrehen wollte. Das Netzteil ab Werk hat 192 Watt und braucht eine gewisse Last, um überhaupt starten zu können. Hatte man ein absolutes AT-Sparbrötchen bestellt, ohne Festplatte, so baute IBM einen zusätzlichen Widerstand ein, damit die Last beim Einschalten groß genug war. Schaut euch mal diesen massiven Innenrahmen hier an. Hier ist so viel Metall verarbeitet, Toyota würde aus dieser Menge heutzutage ein ganzes Auto bauen. Massivbau in Reinstform. Kommen wir zu den Steckkarten. Diese beiden Karten hier gehören zur klassischen Ausstattung und waren in meinem AT bereits eingebaut. Die beiden stellen jeweils einen seriellen 9-poligen und einen parallelen 25-poligen Anschluss bereit. BIOS und Betriebssystem kennen so etwas wie Plug and Play freilich noch nicht,
also muss man die Steckkarten hardwareseitig konfigurieren. Etwa die Basisspeicheradresse und die verwendeten Interrupts. Eine weitere klassische Steckkarte haben wir hier. Ein riesiger Lappen in voller Länge mit haufenweise ICs drauf. Aber hier können wir es kurz machen. Es handelt sich um 640 KB Arbeitsspeicher. Zusammen mit den 512 KB, welche sich auf dem Mainboard befinden, kommen wir auf krumme 1152 KB RAM in Summe. Das wäre für 1984 eine absolut respektable Menge. Hier haben wir die Karte, ohne die das System praktisch betriebsunfähig wäre, die kombinierte Controllerkarte für die beiden Diskettenlaufwerke und die Festplatte. Ohne diesen Controller bzw. ohne bootbare Medien daran, würde der AT wieder nach Mutti schreien und sein im ROM befindliches BASIC starten. Diese eindrucksvolle Doppeldecker-EGA-Grafikkarte war ursprünglich in diesem AT eingebaut. Leider habe ich keinen passenden Monitor dafür, daher musste sie weichen. Da wir ja nun den Standard 16-Bit ISA-Bus zur Verfügung haben, können wir eine kostengünstige 16-Bit VGA-Grafikkarte einsetzen. So habe ich es auch hier gemacht. Auch wenn es wieder ein Anachronismus ist, denn wir erinnern uns, VGA kam erst 1987 heraus. Was aber ja nicht ausschließt, dass sich AT und VGA zu ihren aktiven Zeiten kennenlernen konnten. Im Vordergrund steht hier freilich nicht höchste Performance, sondern einfach nur die Möglichkeit, einen VGA-Monitor nutzen zu können. Auf dieser tollen Festplatte hier läuft PC-DOS 3.3, was vergleichbar mit MS-DOS der gleichen Version ist. Identisch ist zum Beispiel, dass auf eine Partition auf der Festplatte maximal 32 MB passen. Okay, wenn die verfügbare Platte an sich 20 oder 30 MB Speicherplatz insgesamt hat, dann spielt das ja eh keine Geige. Ich stand allerdings nun wieder vor der Herausforderung des Datentransfers. Gewiss, via serielle oder parallele Schnittstelle gibt es da entsprechende Möglichkeiten, aber bisweilen fehlt mir da einfach die Geduld und so habe ich in die etwas modernere Hardwarekiste gegriffen und auch hier einen XT-IDE-Controller eingebaut mit angeschlossenem Slotblechadapter für eine von hinten zugängliche Compact-Flash-Karte. Diese musste dann freilich auch auf maximal 32 MB pro Partition eingerichtet werden. So ist ein Datenaustausch mit modernen PCs recht einfach machbar. Freilich hätte es kein 8-Bit XT-IDE sein müssen. Wir haben ja den 16-Bit-Bus im AT. Es hätte also auch ein normaler IDE-Controller werden können. Gebootet wird bei mir hier übrigens dennoch von der mechanischen Festplatte. Bisschen Spaß muss ja schließlich sein. Außerdem ist der Sound halt einfach 2,8 Kilogramm wiegt die Festplatte. 2,8 Kilogramm und 31 Megabyte Fassungsvermögen. Das heißt also, dass 1 Megabyte 90,3 Gramm wiegen. Bemerkenswert. Wo wir gerade von IDE sprechen, die allgemeine Bezeichnung dafür lautet ja PATA oder früher nur ATA. Das AT aus dieser Bezeichnung stammt, tja, nun eben vom IBM AT. Und am Stück heißt das Kind Advanced Technology Attachment. Diese Karte hier schlägt ebenfalls aus der Zeit. Ich habe sie aber reingestopft nach dem Motto, nochmal sehen, ob es funktioniert. Und ja, der Soundblaster funktioniert. Er kommt komplett ohne Treiber aus, lediglich die Setblaster-Variablen müssen in der AutoExec-BAT gesetzt werden. Das reicht schon, na, zumindest für die Anwendungen, die ich hier drauf habe. Der erste Blaster kam übrigens 1989 heraus und war eine reine 8-Bit ISA-Karte. In diesem Zusammenhang seien zwei weitere AT-Features genannt. Es gibt nun 15 statt bislang nur 8 Interrupts und 7 DMA-Kanäle statt zuvor nur 4. Bei der schieren Anzahl an möglichen Steckkartenkombinationen ist dies auch bitter nötig. Einer der Gründe, weswegen ich so naseweis behaupte, dass der AT der erste PC ist, mit dem man was anfangen kann, ist hier eben der 16-Bit ISA-Bus.
Die richtig tollen ISA-Karten sind eben, meiner Meinung nach, in 16-Bit. So, Deckel wieder drauf, schalten wir die Kiste mal ein und genießen die Boot-Sequenz in Echtzeit. Sodele! Da haben wir also nun PC-DOS 3.3 von IBM. Das sieht genauso aus wie MS-DOS. In den Folgen zum PC-Modell 5150 hatte ich ja schon angesprochen, warum das so ist. Eigens für den 286er hat Microsoft 1989 eine spezielle Version von Windows 2 herausgebracht. Windows 2.11 286. Und dieses läuft richtig flott auf dem AT. Macht richtig Spaß. Unterstützt wurde dieses Windows bis sage und schreibe ins Jahr 2001. Aber nun zu einem Softwaregrund, warum ich den AT so gut leiden kann. Ja, steinigt mich, aber der Grund heißt tatsächlich Windows. Und zwar das Windows, mit dem ich quasi aufgewachsen bin, Version 3.1. Das ist auch die letzte Version, die auf einem 286er lauffähig ist. Alles, was darüber hinausgeht, benötigt mindestens einen 386er. Und wie man sieht, läuft Win 3.1 ein wenig lethargisch, aber es läuft. Für mich bildet der AT den Übergang aus der reinen textbasierten DOS-Ebene hin zu grafischen Anwendungen und schließlich zum GUI für das Betriebssystem. Hajo, und freilich muss auch ein bisschen gespielt werden auf der Kiste, ne? Ist klar. Bereits mit dem PC und dem XT hatte IBM die Schlappe akzeptieren müssen, dass Dritthersteller ihr Produkt ungestraft klonen und IBM-kompatibel nennen durften. Mit dem AT sah es nicht anders aus. Allen voran Compaq machte IBM den Markt streitig. 1987 versuchte IBM mit der Einführung des AT-Nachfolgesystems PS2 die eigene Technologie wieder vom Markt abzuschotten, um die Kontrolle über das eigene Produkt zu erlangen.
Der ISA-Bus wurde gegen die Microchannel-Architektur ausgetauscht, welche zu ISA inkompatibel ist. Es sei noch die Ironie erwähnt, dass die Bezeichnung ISA, Industrial Standard Architecture, nicht etwa von IBM, sondern von den Klonherstellern eingeführt worden ist. Der Versuch namens PS2 ging jedoch denkbar nach hinten los, denn Compaq startete seine 386er-Serie mit dem bewährten ISA-Bus und viele Klonhersteller folgten diesem Vorbild. PS2 konnte sich nicht durchsetzen und so verlor IBM sprichwörtlich den Markt, den es selbst begründet hatte. Bemerkenswert finde ich die lange Kompatibilitätszeit. Bis etwa ins Jahr 2012 reicht oftmals die Rückwärtskompatibilität zum AT, zumindest was Software anbelangt. Mir gefällt diese frühe Zeit der PCs sehr, da man mit jeder neuen Generation tatsächliche technologische Fortschritte beobachten kann. Wenn auch manche davon kurios anmuten, wie im Falle des XT286. 1986, also nach dem AT, brachte IBM nochmal einen XT heraus, also einen 8-Bitter und machte damit augenscheinlich einen technologischen Rückschritt. Allerdings wurde diese Kiste mit einem 286er ausgestattet. Irgendwie Perlen vor die Säue, denn im 8-Bit-Universum ist ein 16-Bit-286er einfach oversized. Also ein Schuss in den Ofen. Na, mitnichten. Diese 8-Bitter, genannt IBM Modell 5162, konnte sogar in vielen Fällen mit der frühen Variante, den 6 MHz ATs, geschwindigkeitstechnisch mithalten oder sie sogar in den Sack stecken, denn hier kamen erstmals RAM-Bausteine ohne Wait-States zum Einsatz. Komm. Nach 20 Jahren komme ich auf die Idee. Tja, Prinzessin. Dein Prinz hat jetzt aber kein Schwert. Und jetzt? Ha! Cool! Ja, das ist ja klasse. Komm her. First Blood! Soviel nun also zum IBM AT, einem gewichtigen Vertreter seiner Zeit und gewiss auch ein Meilenstein in der Computergeschichte. Apropos Computergeschichte, wenn ihr selbst einmal Hand anlegen wollt an die Geschichte der Homecomputer und Spielekonsolen ab 1974 bis PlayStation 2, dann ist unser Digital Retro Park, euer Museum für digitale Kultur in Offenbach am Main, genau das Richtige für euch. Für nähere Infos schaut euch meine Videos zum DRP an, konsultiert die Homepage digitalretropark.net oder fragt einfach mich, denn ich gehöre ebenfalls zu diesem Laden dazu.
bis zum nächsten Mal dann. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.